Erinnerung und Beschwerde im Markenanmeldeverfahren. Welche Rechtsmittel habe ich als Markenanmelder, wenn ich mit der Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamtes zu meiner Markenanmeldung nicht zufrieden bin? Wie laufen diese Verfahren ab? Was kosten die Verfahren? Wie sind die Erfolgsaussichten? Was können Sie tun, wenn Sie im Markenanmeldeverfahren oder im Widerspruchsverfahren in der ersten Instanz erfolglos waren? Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischem & Partner und wir veröffentlichen jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Und in diesem Video erkläre ich alles rund um die Rechtsmittel, die man hat, wenn man im Markenanmeldeverfahren nicht so erfolgreich war, wie man wollte. Und konkret erkläre ich, was die Erinnerung ist und was die Beschwerde ist. Ich erkläre natürlich genau, wie diese Verfahren ablaufen und was diese Verfahren in etwa kosten. Gegen die Beschlüsse der Markenstelle kann man innerhalb eines Monats ab Zustellung der Entscheidung Rechtsmittel einlegen. Das heißt, man kann in die nächste Instanz gehen und nochmal jemand anders über eine bestimmte Sache entscheiden lassen, sei es eine Markenanmeldung oder ein Widerspruchsverfahren. Das sind jetzt die beiden häufigsten Dinge, die im Markenanmeldeverfahren vielleicht eine Rolle spielen würden. So ein Rechtsmittel überlegt man sich meistens, wenn man zum Beispiel bei einer Markenanmeldung die Marke halt nicht vollständig, sondern gar nicht oder nur teilweise hat eingetragen bekommen und man halt nochmal dafür kämpfen möchte, dass man die Marke etwas umfangreicher eingetragen bekommt. Wenn der Beschluss des DPMA von einem Mitarbeiter des gehobenen Dienstes beschlossen wurde, dann können Sie das Rechtsmittel der Erinnerung einlegen. Sie erkennen das daran, dass unter dem Namen, also unter der Unterschrift praktisch von dem Mitarbeiter Amtsbezeichnungen wie beispielsweise Regierungsoberamtsrat stehen. Bei einer Erinnerung wird der Fall dann einem sogenannten Erinnerungsprüfer vorgelegt und dieser Erinnerungsprüfer muss dann im Unterschied zu dem Erstprüfer Jura studiert haben und der wird sich dann eben nochmal diesen Fall ansehen. Oft schließt sich der Erinnerungsprüfer dem Erstprüfer in seiner Meinung an. Aus meiner Sicht hat man daher in der Regel keinen Erfolg mit dem Erinnerungsverfahren. Mit dem Erinnerungsverfahren hat man immer dann Aussichten auf Erfolg, wenn in der ersten Instanz ein ganz offensichtlicher, eklatanter Fehler gemacht wurde und man diesen Fehler eben in der Erinnerung gerade rücken kann. Ich mache mal ein Beispiel. In einem aktuellen Fall wurde eine Marke als beschreibende Angabe für Bälle zurückgewiesen. Der Prüfer hat das damit belegt, dass diese Bezeichnung im Internet schon üblicherweise für die Bezeichnung von Bällen verwendet wird und hat diese Auszüge eben beigefügt. Was er eben nicht gesehen hatte, war, dass genau diese ganzen Auszüge alle auf einen bestimmten Ball zurückzuführen waren und der eine bestimmte Ball wurde vom Anmelder ausgerichtet. Also das gesamte Internet war praktisch die Treffer, alle die er vorgelegt hatte, gingen alle auf den einen Anmelder zurück und das ist ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass es eben gerade als Herkunftshinweis, als Marke angesehen wird und eben nicht generisch von allen möglichen Leuten als Bezeichnung für Bälle verwendet wird, die Bezeichnung. Deswegen würden wir hier eben in diesem Fall Erinnerung einlegen, um eben das gerade zu rücken und klarzustellen. Und ich denke, dass man in so einem Fall doch noch faire Chancen hat, in Erinnerung auch erfolgreich zu sein. Die Erinnerung muss man, wie gesagt, innerhalb eines Monats ab Zustellung des angegriffenen Beschlusses einlegen. Man muss die Erinnerungsgebühr in Höhe von 150 Euro aktuell entrichten und diese Erinnerung auch gut begründen. Die Begründung kann man aber auch noch später machen, wenn man nämlich mit Einlegung der Erinnerung eine Fristverlängerung für die Einreichung der Begründung beantragt und üblicherweise wird eine Frist von bis zu 2 Monaten ohne Probleme gewährt. Wenn man das Erinnerungsverfahren über einen Patentanwalt abwickelt, dann kommen natürlich noch die Kosten des Patentanwalts hinzu und ich würde mal sagen, dass das so im Schnitt irgendwo so zwischen 600 und 1000 Euro vielleicht an Aufwand für den Patentanwalt kostet, sodass man dann insgesamt eben auf diesen Betrag plus 150 Euro Erinnerungsgebühr kommt. Und das Erinnerungsverfahren dauert etwa so vielleicht 6 bis 10 Monate. Es kann auch mal schneller gehen, auch mal langsamer gehen, aber das ist so ein Rahmen, den ich so als normal empfinden würde. Kommen wir jetzt zur Beschwerde. Wenn der Erstprüfer Mitglied des höheren Dienstes war, also Jura studiert hat und dann eben Mitarbeiter des DPMA geworden ist, dann kann man keine Erinnerung einlegen, dann kann man nur direkt Beschwerde einlegen.
Beschwerde kann man auch nach der Erinnerung noch einlegen. Also entweder kann man Beschwerde direkt nach dem Beschluss einlegen, ob nun der Erstprüfer gehobener oder höherer Dienst war, ist eigentlich wurscht. Beschwerde kann man immer direkt als Rechtsmittel einlegen. Und Erinnerung kann man nur einlegen, wenn der Erstprüfer gehobener Dienst war. Und anschließend an die Erinnerung hat man dann eben auch nochmal die Möglichkeit, Beschwerde einzulegen. Die Beschwerde muss ebenfalls einen Monat nach Zustellung der Entscheidung eingelegt werden. Und wird der Beschwerde vom DPMA nicht abgeholfen, was üblicherweise so ist, also dass dem nicht abgeholfen wird, wird diese Beschwerde dann eben dem Bundespatentgericht vorgelegt und dann entscheidet ein für Marken zuständiger Senat des Bundespatentgerichts über diese Beschwerde. Normalerweise beträgt die Beschwerdegebühr 500 Euro und wenn man sich von einem Patentanwalt vertreten lässt, dann kommen noch einmal im ganzen Beschwerdeverfahren nochmal Kosten in Höhe von irgendwo so zwischen 3.000 und 6.000 Euro, würde ich sagen, hinzu, je nachdem, wie aufwendig dieses Beschwerdeverfahren ist. In der Regel beinhaltet das Beschwerdeverfahren nämlich auch noch eine mündliche Verhandlung in München beim Bundespatentgericht. Es ist also etwas aufwendiger als das Erinnerungsverfahren, was rein im schriftlichen Verfahren abläuft. Meiner Erfahrung nach hat man im Beschwerdeverfahren etwas höhere Aussichten auf Erfolg, vielleicht so 50-50, dass man die Entscheidung in der vorigen Instanz nochmal umkehren kann. Also kann es sich durchaus lohnen, Beschwerde einzulegen, entweder direkt oder eben nach der Erinnerung. Das Beschwerdeverfahren kann durchaus etwas länger dauern, so 2 bis 3 Jahre ist nichts Ungewöhnliches. Man muss sich also gut überlegen, ob rein zeitlich gesehen das Beschwerdeverfahren Sinn macht. Ich hoffe, dass ich in diesem Video gut erklären konnte, welche Rechtsmittel man als Markenanmelder hat oder als Widersprechender oder eben im Widerspruchsverfahren. Wenn Sie neu in unserem Kanal sind, dann abonnieren Sie unseren Kanal. Jeden Donnerstag kommt ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Und das Wichtigste zum Schluss: Schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.